So, wollen wir mal gucken. Ich habe 7 Fertigkeitspunkte. Überlebende habe ich durch, Jägerin habe ich durch, Eindringling auch. Erhöhe die Effektiv von Nahrung und Fallen. Nahrung und Fallen, ernsthaft? Feine Handwerker und stelle Werkzeuge, Fallen, Tränke schneller her. Erhalte mehr und bessere Rohstoffe, wenn du Fallen oder Stolpertreiber zerlegst. Fallenlimit. Robuste Fallenstellerin. Nahrungswirkung. Durch Nahrung, okay. Ich bleib einfach hier. Im Endeffekt werde ich sowieso alles machen, ich kenne mich doch. Bist du denn deppert? Kehre zur Basis zurück. Ja. Ich weiß, dass er sagt, ich sollte mich hier überall mal umsehen und so ein Kram, aber ganz im Ernst, es ist mir so egal. Man könnte theoretisch meinen, ich habe das Spiel einfach aktuell nur noch satt. Ja, irgendwie, die Aloy verhält sich hier in diesem Spiel relativ unangenehm. So, es hätte die Story, wär die Story von so einem eingebildeten Kind geschrieben worden. Und nicht mehr von irgendwelchen Profis. So, kehre in die Basis zurück. Ja, jetzt muss ich mit Dingsbums, mit Gaia sprechen, ne? So, ich kann jetzt hier Überbrückung freischalten. Das ist total blöd. Ich fand den ersten Teil so, wie er war. Perfekt. Wirklich komplett perfekt. Warum sie jetzt hier irgendwie die ganze Zeit irgendwas machen müssen, ich verstehe es nicht. Sobeks Kleidung. Verbessert Widerstände. Dauerhafte Überbrückung. Ja, kannst dich jetzt theoretisch mit denen unterhalten. Die labern dann ein bisschen, aber im Endeffekt ist es eigentlich komplett egal. Und sagen, oh, ich habe alles gelernt. Ich zeige euch das mal. Hologramme. Gaia, sagtest du nicht, die Daten hier seien verloren? Ich konnte aber die Vorrichtung so umfunktionieren, dass sie Daten speichert, die du auf Reisen gesammelt hast. Und das scheint genutzt zu werden. Aloy! Bei der Arbeit, verstehe. Es ist einfach so viel. Ich meine, wir wussten, dass künstliche Wesen den Ahnen gedient haben, aber Gaia? Oh, sie ist erstaunlich! Und du, eine echte Reinkarnation einer Ahnen. Im genetischen Sinne natürlich, nicht wie der CEO in den letzten Tagen. Und da draußen sind noch weitere Ahnen, zurückgekehrt von jenseits der Sterne. Sicher, sie versuchen uns zu töten, was nicht so toll ist. Und Eric Visser ist bei ihnen, was verstörend ist. Und dann ist da noch Hephaestus und... Okay, okay, wie wär's, wenn wir eins nach dem anderen machen? Du hast recht. Ich dachte schon, die platzt gleich. Eine Erklärung für alles, was geschehen ist in Landfall. Du hast Eric Visser erwähnt. Woher kennst du ihn? Der Zenith, der dich töten wollte? Die Quen kennen ihn als den Beschützer. Die Analyse seiner Arbeiten brachte uns bahnbrechende Entdeckungen auf dem Gebiet der Waffen und Militärtaktiken. Wissen, das unsere Herrscher für Eroberungen nutzten.
um zu dem Reich zu werden, das wir jetzt sind. Deshalb gehört er zu unseren am meisten verehrten Ahnen. Doch nach deiner Begegnung mit ihm zu urteilen, scheint er noch gnadenloser zu sein, als wir uns vorgestellt hatten. Eine weitere verzerrte Interpretation des Vermächtnisses. Zumindest setzt du Teile der Wahrheit zusammen. Wenn doch unsere Aufseher zu Hause das Gleiche tun würden. Beta hat andere Zeniths erwähnt. Tilda, Verbena und Gerard. Ich fürchte, über sie weiß ich überhaupt nichts. Welches Vermächtnis sie hinterließen, konnten die Wahrsager nicht aufdecken. Du hast deinen neuen Fokus benutzt. Es war faszinierend. So viel besser als die Version, die Quen haben. Zum Durchsuchen hätte ich Jahre gebraucht, etwa für die wiederhergestellte Datenbank. Damit konnte ich Suchparameter einrichten, um den Prozess zu beschleunigen. Dies könnte revolutionieren, wie Wahrsager das Vermächtnis analysieren. Das heißt, die Teile, die die Aufseher uns tatsächlich studieren lassen würden. Warum ist die jetzt auf einmal so? Ja, komm. Ich muss solche los, Sachen. Aber wenn du irgendwas brauchst, nebensächliche Informationen. Ich möchte dir nur helfen, deine Mission zu erfüllen. Das ist super. Den Gaia berichtet hat, zur Ergreifung von Hephaestus. Bringt wieder alles in Ordnung? Hoffentlich. Dann werde ich tun, was ich kann. Versprochen. Das ist super, Alva. Ja, die ganze Zeit nur so ein Kram und ich denke mir so, ja, okay. Von mir aus. Die Tür ist jetzt offen. Das interessiert mich nicht, was für Tür offen ist. Wir gehen jetzt zu Gaia und quatschen die alte voll. Willkommen zurück. Gaia? Was ist das? Eine Steuerkonsole für ein drohnenbasiertes Bildsystem, das mit dieser Kuppel verbunden ist. Ich sende die relevanten Daten an deinen Fokus. Dieses Psyclops ist also ein Netzwerk, das die Verschlechterungen der Biosphäre überwacht. Was? Das sollte wohl auf der Kuppel angezeigt werden, aber... Die Drohnen sind nicht mehr damit verbunden. Einige kann ich jetzt schon wieder anschließen. Aber offenbar streifen noch mehr herum. Die Drohne ist wieder verbunden. Fehler, Daten unvollständig. Aha. Und nu? Hervorragende Wahl. Was? Was? Ah, hier kann ich also mit den Drohnen also eine VR errichten. Ja, ist okay. Und kann dann meine Basis hier ein bisschen ändern. Unnötige Spielerei für ein Rollenspiel. Ich weiß, dass Steven dich aufgewühlt hat, aber wir haben noch ein Problem. Ist Beta oder der Anlage etwas passiert? Werden wir dich irgendwie nach Gemini bringen können? Die Anlage ist fertig. Das Problem ist Hephaestus selbst. Er hat sich stark im Brutstätten-Netzwerk ausgebreitet und wird immer mächtiger. Aber mit den wiederhergestellten Unterfunktionen können wir es immer noch schaffen, oder? Korrekt. Aber Hephaestus zu absorbieren wird länger dauern, als wir bisher angenommen haben. Und wie lange? Oh, welch Wunder. Sogar mit meiner Omega-Freigabe schätze ich, dass wir 35 Stunden brauchen werden. Und mit jeder Stunde wird es wahrscheinlicher, dass die Zeniths uns entdecken. Zwei Kerne. Zwei Überbrückungen. Was, wenn wir die Verschmelzung von zwei Elisabeth Sobel-Klonen mit Omega-Freigabe durchführen lassen? Wie lange dauert es dann? Halb so lang? Hephaestus wäre auf zwei simultan agierende Betreiber nicht vorbereitet. Außerdem würde die Effizienz durch Synergie gesteigert. Berechnung läuft. Die Verschmelzung würde etwa 4,5 Stunden dauern. Was? Okay. Barl, es sieht aus, als brauchten wir Beta bei Gemini. Meinst du, du kannst sie überreden? Ich weiß es nicht, aber ich versuch's. Was ist mit der Ablenkung und den Impulsgeneratoren?
Ein letzter Test steht noch aus. Ich bin sicher, dass die Zeniths nichts von unserer Aktivität bei Gemini erfahren, wenn ich in die Nähe anderer Brutstätten feuere. Gut. Solange Erend einen bedienen kann, ohne sich selbst zu erschießen. Aloy, mach dich besser auf den Weg. Peters Zustand ist schlecht. Okay. Man kann das Ende der Geschichte auch weiter in die Länge strecken, indem man einfach sagt, ja, dem geht's nicht gut, dem geht's nicht gut, dem geht's nicht gut, alles blöd. Hauptsache man will Länge, 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 Länge. Aloy. Ich hab's versucht, aber es ist unmöglich. Nichts kann sie umstimmen, fürchte ich. Wir haben keine Wahl. Viel Glück. Beta, du musst mit uns kommen. Es geht nicht anders. Es ist nur eine Mission. Die wichtigste. Wir brauchen dich. Warum willst du nicht helfen? Was ist, wenn... Was, wenn sie mich wieder mitnehmen? Allein in eine Zelle stecken. Eine Sklavin. Für immer. Val und ich werden auch bei Gemini sein. Ich beschütze dich. Sobald wir Hephaestus haben, kommen wir hierher zurück. Die Zeniths werden uns nicht finden. Du musst keine Angst haben. Nein! Du kannst mich nicht beschützen. Niemand kann mich vor ihnen beschützen. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir sie nie schlagen. Keine Chance. Beta. Lass mich in Ruhe. Du verstehst nicht. Das stimmt. Das tue ich nicht. Wir haben dieselben Gene, dieselben Gedanken, dasselbe Herz. Warum kannst du nicht die Stärke aufbringen, das Nötige zu tun? Wie es Elizabeth würde. Glaubst du, darüber hätte ich nicht nachgedacht? Ich weiß nicht, welcher Teil von Elizabeth mir fehlt. Ich weiß nicht, was du hast, das mir fehlt. Vielleicht ein Vaterkomplex? Ich habe alle Daten von deinem Fokus angesehen. Du warst eine Ausgestoßene, gemieden und isoliert, genau wie ich. Was ist der Unterschied? Sie hatte Rost und du nicht. Na, hab ich recht? Beta, du bist nicht kaputt. Beta, schau, dir fehlt kein Teil von Elizabeth. Der Unterschied ist, ich hatte ihn. Rost, er hat dich aufgezogen und trainiert, war aber nie liebevoll oder nett. An dem Tag, an dem er starb und dir diesen Anhänger gab, da wollte er dich verlassen. Der Stamm sollte meine Familie sein. Aber dann gab er sein Leben für meins. Er liebte mich auf seine Weise. Und das hat gereicht. Wie war das für dich? Es war, als wäre immer eine Stärke um mich gewesen. Und ist es noch. Sogar jetzt kann ich seine Stimme hören, wenn es eng wird. Erscheint es unmöglich? Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Du musst nicht auf die Mission. Wir finden einen Weg.
Langsam ein bisschen die Schnauze voll von sämtlichen. Du sagst, du willst mich beschützen. Von sämtlichen Videosequenzen. Ich glaube dir. Bisschen too much. Aber du musst mir eine Sache versprechen. Ja, sicher. Wenn es schief geht. Wenn die Zeniths uns finden, ich will nie wieder ihre Sklavin sein. Verstehst du das? Okay. Versprochen. Versprochen. Ich brauche viel Zeit, um mich auf die Verschmelzung vorzubereiten, damit sie so effizient wie möglich wird. Gut, bedeutet, wenn die Zeniths uns finden, müssen wir sie kalt machen. Bin bereit, wenn du es bist. Das haben sie nur nicht ausgesprochen. Damit sie die FSK 12 behalten wollten, um noch mehr Geld rauszupumpen. Aloy, wenn du bereit bist, komm zu mir und sag Bescheid. Dann sollen sich die anderen auf die Mission vorbereiten. Ja, ich bin so bereit auf das Ende. Ich kann es echt nicht mehr fassen. Ich fürchte allerdings, wird noch einige Parts in Anspruch nehmen. Sei gegrüßt, Aloy. Hallo, ich wollte mit Gaia sprechen. Hey Gaia. Also Beta und ich. Du hast bestimmt alles gehört. Ja. Die Komplexität menschlicher Beziehungen beeindruckt mich immer wieder. Trotz der unangenehmen Umstände, die zu eurem Streit führten, freut es mich, dass ihr beide eine annehmbare Lösung gefunden habt. Tja, zwei Köpfe sind besser als einer, oder? Ja, ich glaube schon. Bist du bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Oder wir setzen unsere Konversation fort, wenn du magst. Okay, Leute. Zeit loszugehen. Ich rufe alle zusammen. So, wollen wir mal weitermachen. Okay. Na dann. Und wieder eine Videosequenz. Yay. Alles klar. Verbindung hergestellt. Fahre hoch. Beta, Aloy. Ich bin auf diesem Kern installiert und bereit, mich mit dem Brutstätten-Netzwerk zu verbinden. Schön, deine Stimme zu hören. Aaron, alle zusammen. Feuert eure Impulse und macht sie platt. Bin an der Brutstätte. Das Ding, es blinkt. War das richtig? Bin in Position an meiner Brutstätte. Mein Impulsgenerator blinkt auch. Also funktionieren sie. Ich bin ebenfalls an meiner Position. Und meins auch. Alles klar. Kein Mucks mehr, bis ich das okay gebe. Ich bin raus. Was? Gaia? Schnappen wir die Bestie. Ich verbinde mich jetzt mit dem Brutstätten-Netzwerk. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe. Freigabe bestätigt.
Initiiere Eindämmungssequenz. Kritische Bedrohung erkannt. Dringend Eindämmung entgegen. Stärke gegen Maßnahmen. No! Ausschalten! Kappe externe Verbindungen. Es klappt! Er kann nirgendwo hin! Angreifung schicken vor. Initiiere Eventualfall 13F. Halt, was ist das? Malware entdeckt. Versuche Entfernung. Eindämmung. Ein Riss? Ja. Anlage aktiviert. Starte. Autonome Verteidigung. Anweisung. Also sind Maschinen auf dem Weg. War klar. Achtung! Da kommen sie! Wahl, bleib hier und beschütze Beta. Okay. Sei vorsichtig! Ja, natürlich. Bleib weg. Aloy, Hilfe! Zurück. Wieso, der greift noch mich an, Wal, du Lappen. Meine Güte. Lock sie von Beta weg. Bleib weg. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Wie? Ich habe keinen Dingsbums mehr. Seid ihr beide okay? Alles okay. Aloy, Hephaestus kann nicht entkommen, aber er ist tiefer in die Anlage geflohen. Ich werde ihn wieder hertreiben. Ja, ich weiß, wo ich lang muss, aber ich will noch ein paar Pilze sammeln, für den Fall, dass ich sie brauche, weil mein Munitionsvorrat ganz schön im Arsch ist. So. Komm her, Hephaestus, komm her. Lauf nicht weg. Oh, wieder so eine Kletterpartie. Seinem Versteck scheuchen. Wo immer er ist, er muss in den Kern zurück. Thank you.
in dein Fokusfeld gepackt. Du solltest wissen, dass in der nächsten Kammer ein enormer Stromverbrauch herrscht. Danke für die Info. Ich bin fast da. Na dann. So, Hephaest. Eine Art Produktionskammer. Hephaest plant irgendwas, keine Frage. Was für eine Maschine versucht er zu bauen? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es verhindern. Träger führen mich zu seinem Materialvorrat. Ich wette, da versteckt sich auch Hephaestus. War das jetzt ein Fehler, hier runter zu rennen? Bin mir nicht ganz sicher. Das werden wir wahrscheinlich eh nicht verhindern können, weil das Spiel will, dass wir gegen das Ding kämpfen. Können wir uns doch auch gleich sein lassen. Ich muss herausfinden, wo der Fest sich versteckt. Es gibt ja wohl zwei Wege. Oh, das klingt gar nicht gut. Aloy, ich konnte die meisten Bauteile neu verbinden, aber der Energieprozessor, der ist kaputt. Wir können keinen neu verstellen, also kann ich den Kern nicht reparieren. Okay, mal sehen. Was, wenn du den Prozessor umgehst? Verbinde ihn mit dem Energieknoten. Das könnte klappen. Ich glaube auch. Ey, Leute, du hast keine Ahnung, wovon du da sprichst, oder? Zwinge Hephaestus in der Quer und erkunde die zwei Brutstedt-Kammern. Wie kriege ich jetzt Hephaestus hier raus? Da muss ein Knoten sein, den du überbrücken kannst. Bei der mittleren Plattform. Danke. Ich sollte mich erst um die Maschinen kümmern. Hallo, Mr. Känguru. Ja, man kann es übertreiben. Ja, Kamera, dein größter Feind. Alter Schwede. So, wie komme ich da jetzt hoch? So, jetzt.
Leistung um 74% erhöht. Oh, da kommen noch mehr Maschinen. Beta! Hephaestus lässt mich nicht an den Knoten. Irgendwelche Ideen? Ich schau mal nach. Wo ist das andere Vieh? Lego Mio. Ich habe den Netzwerkhub des Knotens angezapft und konnte Hephaestus die Kontrolle entziehen. Du solltest ihn jetzt überbrücken können. Sehr gut. Danke. So. Klingt, als sei er in eine andere Kammer geflohen. Tja, er sollte es sich nicht zu gemütlich machen. So, was haben wir hier drin? So, ist aber was für den nächsten Part. Ich möchte das Video nämlich nicht zu Dingsbums machen. Ja, bis zum nächsten Part, Leute.